Wenn du dir eine neue Shisha kaufen willst, aber dir noch nicht sicher bist, welche für dich die richtige ist, dann ist das das passende Video. Ich habe über 150 verschiedene Pfeifen getestet und hier kommen meine absoluten Favoriten. Mit Shishas ist es ein bisschen wie mit Autos. Man braucht die Basics, damit es funktioniert, aber wie viel Luxus man haben möchte, muss jeder selber wissen. Und manche wollen vielleicht ein Sportauto und andere Leute brauchen vielleicht einen Jeep. Und deshalb sind die Pfeifen auch in verschiedene Kategorien unterteilt und du musst dir überlegen, welche zu dir passt und was du haben möchtest. Und wir starten jetzt auch einfach direkt mit der ersten Kategorie. Die erste Kategorie sind Travel Pfeifen und die erste Pfeife, die wir da haben, ist die Emotion Roam. 80 Euro kostet das Ganze, gibt es bei Mose Shisha, geht auch noch Code SWG. Es gibt auch noch für 125 Euro ein komplettes Reiseset. Und wenn man eine gute kleine Pfeife sucht, die trotzdem einen coolen Blow-Off hat, die man easy mit in den Urlaub nehmen kann, dann ist das der erste Vorschlag. Der zweite Vorschlag in der Kategorie Travel-Pfeife ist die Viro One. Ebenfalls eine sehr coole kleine Travel-Pfeife mit Wechselsleeves. Das heißt, egal welche Farbkombination ihr euch hier erstellen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Die ist 10 Euro günstiger, sieht dafür meiner Meinung nach nicht ganz so schick aus wie die Emotion Roam, aber ist noch ein kleines bisschen mehr platzsparend. Und dann gibt es noch eine dritte ziemlich coole Travel-Pfeife, das ist die Joker von The Hookah. Die habe ich leider gerade verliehen, deswegen steht die nicht hier bei mir. An der ist das Besondere, dass sie eine Acryl-Bowl hat. Das heißt, ihr könnt die trotzdem irgendwie mit aufs Festival nehmen, weil es kein Glas ist. Außerdem hat die ein Doppelkammersystem, was extrem cool aussieht. Könnt ihr euch bei The Hookah angucken, wenn ihr möchtet. Okay, das war die Kategorie Travel-Pfeifen. Wir kommen jetzt zu Tradis. Und das hier ist meine Lieblingstradi, das ist die ATH-Tradi. Die ist ein bisschen teurer, hat aber dafür eine absolut geile Verarbeitung, was bei Tradis oft nicht unbedingt gegeben ist. Die kostet allerdings ein bisschen mehr, meistens so um die 350 Euro. Und wenn ihr was Günstigeres wollt, dann sind vielleicht die nächsten was für euch. Als nächstes hätten wir da die Khalil Mamoun Pfeifen, die sind deutlich günstiger, die kriegt ihr schon ungefähr einen Fuffi. Die El Nefes Pfeifen kriegt ihr sogar noch günstiger, die starten bei 35 Euro. Das merkt man allerdings auch krass bei der Qualität. Allerdings haben die schon so ihren eigenen Tradi-Flair, den die ATH oder vielleicht auch die MIG, auch noch eine sehr coole Tradi, nicht ganz erfüllen können. Die fühlen sich dafür, aber wie hochwertige Pfeifen an. Dafür kosten sie auch 350 Euro. Falls ihr noch mehr Geld für eine Tradi ausgeben wollt, könntet ihr euch noch die Pfeifen von Al Jamal angucken. Die sind dann aber so plus 400 Euro, aber auch mit absoluter Perfektion gefertigt und wahrscheinlich das Hochwertigste, was man sich in Deutschland in Sachen Tradi kaufen kann. Und dann hätten wir noch diese Pfeife hier, das ist die Ocean Fusion Air. Ich habe sie jetzt hier in schwarz, die gibt es aber auch noch in Gold. Und wenn man die in Gold holt und auf die passende Bowl packt, das hier ist jetzt die schwarze Standard-Bowl, die dabei ist, aber wenn man sich noch eine Tradi-ähnliche Bowl holt, die Pfeife da drauf packt, dann kommt das schon verdammt nah an Tradi-Rauchen. Nächste Kategorie ist meine persönliche Lieblingskategorie. Wir kommen zu Einschlauchpfeifen. Wir fangen an bei kleinen und arbeiten uns dann zu den großen hoch. Und die erste Pfeife, die ich da habe, sind sozusagen alle die hier. Stellvertretend hier die Aladdin Epox 360 Pro. Die Pro hat nochmal ein besonderes Sleeve dabei, aber auch die normale ist hervorragend. Und wenn es noch ein bisschen günstiger sein soll, die kosten so ungefähr 70 Euro, manchmal kriegt man die im Angebot aber sogar noch günstiger. Und ihr kleiner Bruder ist auch nochmal ein bisschen günstiger, und zwar die MVP 360. Das heißt, wir haben die Epox 360 und die MVP 360, wenn es ein bisschen größer sein darf, dann auch die 460 oder noch die Epox 425. Also egal welche von diesen Pfeifen, das Wichtige für euch ist, die Aladdin-Reihen von 360 bis 460 sind top. Ihr kriegt Komplettsets, die echt gut sind, für relativ wenig Geld. Wenn man im Angebot gut aufpasst und ein bisschen guckt, sollte man die schon ab einem Fuffi ungefähr finden. 70 Euro wäre aber ein guter Preis. Und das wäre übrigens die MVP 360. Da haben wir einfach noch eine Edelstahl-Rauchsäule statt dem Epoxy. Und dann sind wir schon wieder hier an dem Regal. Und zwar haben wir als nächstes mehrere Pfeifen. Die Breeze 2 mit Edelstahl-Base oder auch die Breeze Pro, wo die Edelstahl-Base schon mit dabei ist. Alles Top-Pfeifen. Die Breeze 2 solltet ihr mittlerweile im Angebot für ungefähr 100 Euro finden. Die Breeze Pro kostet 200 Euro. Dafür kann man den Blow-Off verstellen und man kann per Knopfdruck auf der Base hier auch noch den Kopf kühlen, was gerade für Anfänger ein extrem geiles Feature ist. Ob euch das so viel mehr Geld wert ist, das müsst ihr wissen. Und die Breeze 2 für einen Huni ist fast unschlagbar. Die Pfeifen gibt es übrigens alle auch bei Mose, ebenfalls mit Code SWG. Und wo wir gerade bei Code SWG sind, wenn ihr den eingebt, kriegt ihr noch ein kleines Goodie on top bei eurer Bestellung und nicht ein kleines bisschen Provision. Also falls ihr die Videos hier supporten wollt, wäre das auf jeden Fall ein hervorragender Weg. Kuss an jeden, der es macht. Und dann haben wir noch die Pfeife dabei, das hier ist die Viro Versa. Die kommt erstmal nicht so zu euch nach Hause, für 100 Euro kauft ihr die Pfeife und die ist erstmal nackt. Man kann sich aber Sleeves dazu kaufen, Zierelemente wie so eine Feder und Co. Und das Coole ist, man kann sich halt erstmal die Pfeife kaufen, für einen Huni normal oder im Angebot kriegt ihr die bestimmt auch schon mal ab 60 Euro und alles weitere kann man danach machen. Plus die Pfeife kommt erstmal groß und ihr könnt sie groß und auch klein rauchen, je nachdem wie ihr das möchtet. Deswegen auch immer eine geile Empfehlung, erstmal günstig zum Einstieg und wenn man dann noch tunen möchte, kann man das.
Und die letzten zwei kleinen Pfeifen, die wir jetzt haben, sind einmal die Flashbang und einmal die Future. Beides die neuesten Pfeifen von Emotion. Beide unglaublich schön, beide ein geiles Rauchverhalten, beide für 170 Euro. Kleine Pfeifen mit Steckbowl, sehr geiles Rauchverhalten und für 170 Euro, maybe von allen Pfeifen, die wir auf der Liste haben, meine Nummer 1 Wahl aktuell. Die laufen bei mir andauernd. Und ganz ehrlich, zwischen den beiden, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, kann ich das nachvollziehen. Aber ich würde trotzdem sagen, die, die dir schöner gefällt, ist es zwischen den beiden. Das war's mit den kleinen Pfeifen. Jetzt kommen wir zu ein bisschen was Größerem. Und den Anfang macht er diese Pfeife hier. Das ist die Moses 4-2. Bei mir ja noch auf einer wunderschönen Caesar Bowl. Die Pfeife besticht vor allem durch ihr sehr besonderes Design und der Blow-Off, der hier aus der Kugel bzw. über und unter der Kugel rauskommt, ist einfach was sehr Besonderes. Einen wunderschönen Teller hat sie, absolut geiles Design, gutes Rauchverhalten und wer was Schöneres haben möchte und ein paar Euro mehr ausgeben will und vor allem eine große Pfeife haben möchte, der ist bei der hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Und wo wir bei großen Einschlauchpfeifen sind, dürfen die zwei hier auf keinen Fall fehlen. Die Aeon Edition 5 Lounge Basic und die Aeon Edition 5 Lounge Plus. Die startet bei 270 Euro, also genauso viel wie ihr Vorgänger, hat aber auch keine neuen Feature. Und wenn ihr 330 Euro ausgibt, dann könnt ihr euch die Plus kaufen und da könnt ihr sowohl den Durchzug verstellen, als auch noch den Blow-Off mit Magneten verstellen, was auch sehr, sehr geil ist. Die beiden Pfeifen sind ein bisschen schwer zu bekommen und bei Aeon leider andauernd ausverkauft. Drücken wir die Daumen, dass sie wieder da sind, falls sie einer von euch haben möchte. Und dann haben wir noch die zwei Pfeifen hier. Das ist einmal die Stimulation Ultimate One und die Stimulation Prime. Davon gibt es übrigens jetzt auch noch eine neuere Version. Bei beiden kann man den Durchzug verstellen. Mit dem X-Blow-Off Sleeve, was hier mit drauf ist, kann man auch noch den Durchzug verstellen. Man kann die Pfeife auch noch easy auf eine Steckbowl packen. Das heißt, man kann sie customizen mit Sleeve. Es gibt viele verschiedene Funktionen. Das hier wäre praktisch das Stimulation-Äquivalent zu der Aeon Edition 5. Ich muss sagen, bei den beiden gefällt mir ehrlich gesagt das Design von der Aeon ein bisschen besser. Die technischen Features sind bei der Stimo ein bisschen besser gelöst. Und by the way, bei Stimo gibt es auch noch Code SWG für 40 Euro kostenloses Zubehör zu jeder Pfeife, die ihr da bestellt. Und ich gehe zwar in dem Video hier nicht so krass auf die einzelnen Pfeifen ein, es soll aber auch mehr einen Überblick geben und wenn ihr euch für die Pfeifen interessiert, dann habe ich zu fast jeder Pfeife, die ich hier auf der Liste habe, noch ein extra Review, da könnt ihr euch ganz in Ruhe mal durchgucken und dann wirklich überlegen, ob die was für euch sein könnte. Und gleich machen wir noch vier Schlauchpfeifen, aber davor kommt erstmal noch eine kleine Special-Kategorie und zwar russische Pfeifen. Russische Pfeifen haben meistens einen etwas strengeren Durchzug, zum Beispiel geil, wenn man lieber mit einem Mehrlochkopf rauchen will und vor allem haben sie meistens einfach ein verdammt geiles Design, wo deutsche Pfeifen wirklich nur selten rankommen. Ich glaube fast nur Emotion. Russische Pfeifen sind meistens leider ein bisschen teurer, so auch die Honeysai, die kostet 170 Euro und wenn wir das jetzt mal mit einer Flashbang oder einer Emotion vergleichen, dann ist die Qualität nicht ganz so geil. Für eine russische Pfeife ist die Qualität aber okay und für 170 Euro kriegt ihr halt ein cooles Rauchverhalten und vor allem eine sehr, sehr coole Optik mit den Designs in der Rauchsäule, wo es viele verschiedene gibt. Die gibt es zum Beispiel bei Shisha Dome und bei Shisha Dome könnt ihr auch noch mit Code SWG10 sogar immer 10% sparen. Also guckt auch gerne mal da, ob ihr vielleicht da die eine oder andere Pfeife noch findet von der Liste und 10% sparen könnt. Die nächste Pfeife ist die Alpha Beat und die habe ich gerade zu Hause, deswegen kann ich die euch hier jetzt erstmal nicht zeigen. Ich blende euch die aber einmal ein. Cooles Rauchverhalten, unglaublich geile Optik. Für russische Pfeifen Alpha immer eine gute Empfehlung, weil Verarbeitung ist nice, Preis ist nicht zu hoch und das Rauchverhalten ist einfach geil. Also ich mag Alpha sehr, sehr gerne und es hat eben auch einfach einen guten Grund, warum die Alpha Beat die eine russische Pfeife ist, die ich aktuell bei mir zu Hause stehen habe. Die nächste Pfeife ist eine, die ich leider gar nicht selbst besitze. Ich rauche sie aber sehr, sehr gern, wenn ich in meine Lieblings-Shisha-Bars Umera gehe. Und zwar ist das die Mamai Custom Micro. Und die Pfeife ist wunderschön, hat auch ein sehr geiles Rauchverhalten. Bis jetzt habe ich sie mir noch nicht für zu Hause geholt, aber die steht schon relativ lang auf der Liste und die wird früher oder später bei mir auch auf jeden Fall landen. Für eine kleine russische Pfeife wird es da schon langsam relativ teuer, die kostet 250 Euro. Ob es das wert ist, wie gesagt, bei dem Luxus-Pfeife muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich wäre bereit, 250 Euro für die Pfeife auszugeben, wenn ich nicht schon die ein oder andere hier hätte. Jetzt kommen wir zu einer Pfeife, die ich selbst noch gar nicht so lange zu Hause habe und das ist die Matte Pair. Die gibt es einmal in S oder wie bei mir hier zum Beispiel in M. Beide kosten 250 Euro und ihr könnt euch überlegen, möchte ich lieber eine kleine Pfeife oder eine große Pfeife. Ich habe sie in groß genommen, weil die kleine einen Diffusor hat, den man nicht abschrauben kann. Da soll noch ein Tauchrohr kommen. Gucken wir mal, ob das wirklich kommt. 250 Euro für eine sehr simple Pfeife, denkt man sich erstmal so, why, warum so viel Geld für so eine Pfeife? Aber das Rauchverhalten von der Pfeife, die einfache Reinigung, also nachdem ich sie jetzt ein paar Wochen geraucht habe, würde ich sie auf jeden Fall nicht mehr hergeben wollen. Ein absoluter Klassiker, wenn wir bei russischen Pfeifen sind, ist die Alpha Hookah. Bei mir hier die Alpha Hookah Stratos Modell X. War meine erste russische Pfeife, die ich mir jemals gekauft habe. Hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
und würde ich auch niemals hergeben. Sehr cooles, ausgefallenes Design, eine mittlere Größe würde ich sagen. Also es ist klein für eine große oder groß für eine kleine. Also die macht so ein bisschen eine eigene Kategorie auf. Für mich, wie gesagt, eine der klassischsten russischen Pfeifen. Gibt es sehr viele verschiedene Colorways, gibt es in vielen verschiedenen Online-Shops und oft auch in sehr, sehr guten Angeboten. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sie sogar für unter 200 Euro. Meistens solltet ihr mit irgendwas zwischen 200 und 230 Euro für die Pfeife rechnen. Gibt es zum Beispiel auch bei Shisha Dome noch mit SWG-10. Die nächste Pfeife, von der ich nicht wirklich erklären kann, warum ich sie so sehr mag, wie ich sie mag, die Union Hookah Fibonacci. Aber Fibonacci ist bei dem Ding auch auf jeden Fall Programm. Wunderschön. Also von der Form, von der Machart. Das Besondere, wir haben hier drei Ventile an der Base. Das sind aber keine drei Ventile. Wir haben nur einen Schlauchanschluss. Die anderen zwei sind zum Schlauch halten oder vor allem für den Blow-off gedacht. Geiles Rauchverhalten, wunderschöne Optik. Geiles Ding. Und bei der Fibonacci müsst ihr auch so ungefähr mit 250, 270 Euro rechnen. Gibt es bei Dome, also auch da wäre nochmal 10% Rabatt drin. Und von derselben Marke, also Union Hooker, gibt es auch noch die Sleek. Die geht bei 170 Euro los und ist praktisch eine günstigere Alternative. Auch mit einer sehr coolen Optik, gibt es mittlerweile in sehr vielen verschiedenen Varianten. Also maybe auch noch einen Blick wert. Und dann haben wir zu guter Letzt noch ein paar sehr besondere Pfeifen. Stellvertretend hier die El Bomber Midnight. Die gibt es aber zum Beispiel auch noch Offroad oder Nürburgring. Sehr geiles Design. Faszinierender Blow-off, der hier aus der Rauchsäule rauskommt. Allerdings müssen wir dann auch schon so ungefähr 300 bis 350 Euro auf den Tisch legen. Gibt es auch bei Dome. Dann wären es immer nochmal 35 Euro Rabatt. Sehr geile, sehr schöne Pfeifen, wo ihr aber sehr viel Geld einfach nur fürs Design ausgebt. Der Durchzug ist typisch russisch, das Rauchverhalten fühlt sich gut an und die Verarbeitung ist okay. Nicht so gut wie bei den deutschen Pfeifen, aber für eine russische Pfeife vollkommen okay. Da bezahlt man allerdings wirklich sehr viel fürs Design. Aber wenn man eine sehr besondere, sehr schöne Pfeife haben möchte, könnte es sein, dass es euch das wert ist. Und dann kommen wir zur nächsten und letzten Kategorie und das sind Vierschlauchpfeifen. Und da gibt es für mich komischerweise die geringste Auswahl. Ich habe zwei Empfehlungen nur für euch. Eine günstigere und eine teure, aber auch extrem krasse. Die günstige sind aber sozusagen auch zwei Pfeifen. Und zwar ist das einmal die Viro Evoke und einmal die Viro Evoke Mini. Die Mini kostet 135 Euro, die große kostet 170 Euro. Für eine Vierschlauchpfeife wäre das das Minimum an Geld, was ich ausgeben würde. Ihr könntet euch auch noch die Sets von The Hooker angucken, allerdings finde ich hier die Qualität nochmal eine Ecke geiler und das für nur ein paar Euro mehr. Beide Pfeifen haben für eine Vierschlauchpfeife mit Kugeln drin einen extrem guten Durchzug. Viel besser wird das nicht im Vierschlauchbereich. Ihr könnt entlüften, indem ihr an dem Schlauchanschluss dreht. Und wenn ihr es ein bisschen kleiner haben wollt, könnt ihr auch die nehmen und nochmal 35 Euro sparen. Und gerade die Mini für 135 Euro ist das eine geisteskrank gute Verarbeitung. Es ist ein sehr gutes Rauchverhalten und viel besser wird es bei Vierschlauchpfeifen nicht. Außer ihr gebt 400 Euro für eine Stimulation Ultimate aus. Durchzugsverstellung, Sleeve-Systeme, Tellerblow, auf den man dazu bauen kann, Steckballadapter. Eigentlich so ziemlich jedes Feature, was jemals für eine Pfeife erfunden wurde, ist in diesem Ding hier drin. Wie gesagt, wenn ihr euch für einzelne Pfeifen von dieser Liste hier interessiert, dann guckt euch gerne nochmal die extra Videos dazu an. Ich hoffe, dieses Video konnte helfen. Für mehr Shisha-Tipps auf jeden Fall ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben geben. Und bis dann.